Matze? Hallo? Ja. Achso, entschuldige, du hast dich komisch bewegt gerade. Ich Okay. wollte dir erzählen, wie alles, wer ich bin, woher Ja, ich komme und erzähl's so. mir. Versprich mir aber, dass du nicht Angst hast und so. Du musst verstehen, ich bin ein Guter, auch wenn ich mich eigenartig anhöre. Ich bin ein Guter. Das, was Okay. ich dir damals erzählt habe, das mit dem Falken, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Hast du dir schon mal gefragt, ob das alles, was du hier siehst, alles ist, was hier auf der Welt existiert? Ja, man macht sich natürlich immer Gedanken, was noch alles ist, aber nicht so direkt, also nicht. Du hast mir erzählt, dass du aus einer anderen Welt kamst, Ja, dass das alles stimmt. anders sei, Ja. dass nichts so sei wie hier auf dieser Welt. Und ich habe dir erzählt, ich komme aus einer ähnlichen Welt wie diese. Das stimmt, ja. Du, damit du verstehst, wer ich bin, was ich bin, musst du wissen, es gibt nicht nur diese Welt, meine Welt und deine Welt, sondern es gibt Millionen von Welten, Milliarden von Welten, Planeten, Universen, Zeitläufe, Zeitgeschichten. Alles existiert nebeneinander, tritt nicht in Kontakt, ist einzeln für sich eingekapselt. Doch manchmal, wie das so in der heutigen Zeit auch ist hier, manchmal kollidieren einzelne Wände der Welten miteinander. Einzelne Zeitlinien verschmelzen miteinander. Einzelne Welten zerstören sich und bauen sich neu auf. Matze, du musst wissen, ich komme aus einer Welt, die sich neu au sie zusammengefallen ist und sich neu aufgebaut hat. Aus meiner Welt, der Erde. Ich war damals jung, kaum älter als 30, als plötzlich alles zerfiel. Ich habe mein Haus gebaut, habe mit meinem Schwert gegen Creepern gekämpft, gegen Endermans, habe selbst den Enderdrachen besiegt hier. Doch da zerfiel die Welt. Es fiel alles aufeinander. Meine Freunde, meine Tiere, selbst die ganzigen Monster. Alles zerfiel um mich herum. Alles ging ins Bedrock. Alles wurde zerstört. Selbst ich. Wie noch hier, wenn auch du zerstört wurdest, das ergibt doch keinen Sinn. Doch, es ergibt Sinn. Meine Welt wurde verschluckt. Doch als ich kurz davor war, zu verschwinden, eins mit der Dunkelheit zu werden. Matze? Hallo? Matze? Ich bin leider disk. Eieiei. Oh Gott. Das war so auch passiert damals. Einer nacheinander verschwand. Ging in die Dunkelheit. Matze, hörst du mich? Oh Gott, da bist du Ich bin wieder wieder. da. Du bist wieder da, Gott sei Dank. Sowas ist auch passiert. Plötzlich verschwanden alle. Gingen in die Dunkelheit hinein. Doch ich wollte bei meinen Freunden sein. Bin selbst durch das zerstört worden, durch es. Es hat keinen Namen, das musst du verstehen. Deshalb nennen wir es S. S. Ich glaube dir alles und
Ich denke, wir müssen jetzt schnell handeln. Wir müssen dringend diese Sachen, die vom Himmel fallen, Matze, sammeln und endlich Matze, 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 hör mir hier zu. wegzukommen. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist noch nicht bereit. Es greift aktuell nur wenig der Welt an. Wir haben noch Zeit. Du brauchst dir Okay. keine Sorgen zu machen. Ich will dir aber weiter erzählen, was passierte. Ich bin zerstört worden, doch wurde neu erschaffen. Durch Sartes bin ich gerettet worden. Durch Ich. wen? Durch Sartres. Den kennst du nicht. Den kennst du Nein. wirklich nicht. Das ist eine Organisation, der mich gerettet hat von der Dunkelheit. Ich wäre fast verschluckt worden, aber er hat meine Essenz, mein Leben gerettet und hat mich genommen und hat mich zu dem, was ich bin, gemacht. Zu Satron. Matze, du musst verstehen, ich bin kein Mensch. Ich bin auch kein Monster. Ich bin ein Hüter. Ein Hüter zwischen Raum und Zeit. Zwischen Gut und Böse. Ich bin weder gut, weder böse. Weder ein Held, weder ein Bösewicht. Ich beschütze die Unschuldigen. Ich versuche, die Balance zwischen den Welten wieder aufrechtzuerhalten. Deshalb kam ich auch nach Spawn City. Meine erste Aufgabe. Dort wollte es als nächstes zuschlagen. Es hat schon vieles zerstört. Ich habe die Falken als Grund eigentlich für soziale Ideen gegründet, aber die waren mein verlängerter Arm, um Spawn City sicher zu machen. Doch es hat mich ausgetrickst, es hat mich überlistet, es hat mich eingesperrt, überfoltert, das Wahnsinn an mir hervorgerufen, mich hierher verbannt und Spawn City zerstört. Meine Freunde, meine Gefährten aus Spawn City, die sind verschwunden, die wurden zerfressen, die sind in der Dunkelheit gefallen. Und ich bin hier, halb verfressen von einem Wahnsinn gewesen, bis ich dich auch traf. Matze, wirklich von meinem Herzen danke ich dir. Durch deine Tat, mich zu töten, hast du es geschafft, dass das Böse in mir erstmal ruhig gestellt worden ist. Der Wahnsinn, der es ruhig gestellt. Ich war, als ich dich wegschickte, in meinen Gedanken, besser gesagt, mein Körper war hier, mein Geist war woanders. Dort habe ich Kummer, Schmerz, Angst kennengelernt. Alles, was ich damals vergessen habe. Alles, was der Wahnsinn in mir wieder hervorgerufen hat. Ich habe Sartris getroffen. Ich habe gedacht, er wäre mein Feind. Er hat mich aber zur wahren Überzeugung gebracht, dass ich ein Hüter bin. Ich gegen die Dunkelheit kämpfe. Ich die Finsternis vernichten werde. Beziehungsweise ich werde sie nicht vernichten. Ich werde die Balance wieder zwischen allen Welten holen. Aber meine Aufgabe ist es, als erstes uns alle hier wegzubekommen. Okay. Du weißt, Saturn, ich werde immer zu dir stehen und ich werde dir helfen, Danke. egal was ist. Egal was wir brauchen. Ja, du verstehst auch, wieso ich nichts darüber erzählen wollte. Ich glaube, damals in meiner wahnsinnigen Phase hättest du mir überhaupt nicht geglaubt. Du hättest gesagt, ich wäre krank, verrückt, Das durchgeknallt. kann sein, ja. Aber Aber jetzt. ich glaube dir und Ja. ja, ich hoffe, wir können das Jetzt. alles wieder. Ja. Aber Matze, ich muss dir auch was sagen. Du wirst es höchstwahrscheinlich nicht verstehen. Achtung, Creeper! Warte, den töte ich erstmal. So. Matze,
Es, weißt du noch, was vorher geschah, bevor du hier auf dieser Welt herkommst? Ja. Was? Ein Meteor zerstörte meine Welt. War der Meteor dunkel oder hell? Er war Oder dunkel. hat er Flammen? Ja. Schwarze Flammen? Ja. Woher weißt du das? Du musst stark sein. Es war es. Es hat deine Welt zerschlungen. Deshalb bist du hier. Irgendjemand oder irgendetwas hat dich gerettet. Aber was hat mich gerettet? Ich Das weiß, frage mich das das wissen wir nicht. die Das ganze wissen Zeit schon. wir nicht. Vielleicht war das Schicksal. Obwohl Schicksal gibt es nicht. Götter gibt es auch nicht. Es war vielleicht dein Instinkt, vielleicht deine Fähigkeiten. Wir werden dieser Sache vielleicht noch auf den Grund gehen. Richtig. Aber zuerst ist es wichtig, dass wir alles vorbereiten für die Reise. Richtig. Wir brauchen Vorräte. Wir brauchen das Portal. Beziehungsweise, ja, ich baue eine Plattform auf. Ich baue in mein Haus, bereite ich alles vor. Wir müssen noch die anderen suchen. Wir müssen die anderen suchen und ich versuche, vieles noch zu erfahren. Matze, ich danke dir, dass du mir glaubst. Es Und ist selbstverständlich, dass ich dir glaube, du bist der Einzige und du bist einfach in dieser Zeit ein Freund für mich geworden. Ich danke, denke, Matze. wir beide werden das schaffen. Ja. Matze, aber du musst persönlich innerlich jetzt stark sein. Denn du musst verstehen, deine Welt, du kannst nie wieder zurückkehren. Aber denk immer daran, wir sind, also ich bin hier, ich helfe dir, sofern wie es geht. Matze? Ja, ich freue mich natürlich. Ach, aber es ist für mich alles sehr viel einfach. Ich denke, ich werde jetzt einfach. Geh, schlaf dich aus, denk nach. Ich muss mich jetzt etwas ausruhen und wir werden Das uns morgen User joined wieder your treffen. channel. Hallo. Und dann werden wir auf jeden Fall. Wir werden wieder reden. Wir werden es schaffen hier. Okay, ich. Okay. Bis morgen. Bis morgen, Matze.